Hallo, in diesem Video geht es um Röntgenstrahlung. Mein Name ist Thorsten Butsch und ich werde das Thema angehen, indem ich so ein bisschen ein paar Hintergründe erkläre, was Röntgenstrahlung eigentlich ist. Und wir werden ein Experiment machen, wo ein Röntgenspektrum aufgenommen wird. Dazu gucken wir uns ein bisschen die Geschichte an. Das ist Wilhelm Conrad Röntgen, Nobelpreisträger und aber sehr geprägt durch seine Bescheidenheit. Er hat auch den Nobelpreis im Prinzip komplett gespendet. Wie auch immer, er hat die Röntgenstrahlen entdeckt und zwar am 8. November 1895, und selbst nannte er sie X-Strahlen. Aber im deutschsprachigen Raum, so wie im gesamten mittel- und osteuropäischen Raum, werden sie halt nach ihm benannt, Röntgenstrahlung. Im Rest der Welt nennt man sie, wie er es selbst genannt hat, X-Strahlen. Ganz wichtig ist, die Röntgenstrahlung ist eine sogenannte ionisierende Strahlung. Daher auch dieses Warnzeichen, dass du mit etwas Glück vielleicht von der Radioaktivität bereits kennst. Es warnt halt, wie gesagt, vor ionisierender Strahlung, und damit ist auch klar, Röntgenstrahlung ist auch prinzipiell mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Wenn man von Röntgenstrahlen redet, kommt einem meistens diese Aufnahmen hier in den Sinn, die berühmten Röntgenaufnahmen, die man ja vielleicht aus dem Krankenhaus leider kennt. Hier hat er im Rahmen einer Vorlesung aufgenommen, und dann sieht man auch schon eine wesentliche Eigenschaft von Röntgenstrahlung, die offensichtlich Materie durchdringen kann. Versuchen wir, die Röntgenstrahlung mal ein bisschen einzuordnen. Wenn man sich das elektromagnetische Spektrum vor Augen hat, den Teil, den man auf jeden Fall kennt, ist der sichtbare Bereich. Und wenn man jetzt in den kurzwelligeren Bereich geht, ultraviolette Strahlung, kennt man vielleicht im Sommer, ist das, was Sonnenbrand macht. Das ist energiereicher. Und nach der ultravioletten Strahlung kommt halt schon die Röntgenstrahlung. Das heißt, nochmal energiereicher als ultraviolette Strahlung. Und wenn man noch energiereicher wird, also noch kürzere Wellenlängen, dann landet man bei der Gammastrahlung. Und das ist, ja, kennt man vielleicht von der Radioaktivität, Alpha, Beta und Gammastrahlung, wobei da die Gammastrahlung diejenige ist, die sich quasi ja nicht abschirmen lässt, sondern nur abschwächen lässt, also auch sehr energiereich ist. Um zu verstehen, was Röntgenstrahlung eigentlich ist, jetzt haben wir es mal so ein bisschen eingeordnet. Schauen wir uns jetzt erstmal an, wie sie eigentlich entsteht. Und das ist etwas, was vielleicht schon so ein bisschen bekannt ist. Und zwar hier links haben wir ja eine Glühkathode und den glühelektrischen Effekt. Das heißt, Elektronen treten aus und werden entsprechend zur Anode hin beschleunigt. Das kennt man vielleicht aus vielleicht der Brownschen Röhre oder anderen Geschichten. Was ist jetzt anders? Was anders ist, ist, dass diesmal kein Elektronenstrahl produziert wird, sondern die Elektronen, die schlagen sozusagen in die Anode ein. Und was hier noch rechts so rot angedeutet ist, die Anode wird natürlich dadurch sehr warm und muss entsprechend gekühlt werden. Was passiert, wenn die Elektronen in die Anode einschlagen? Das gucken wir uns in dieser Übersicht an. Wir haben so vier interessante Punkte. Die ersten drei tun wir gleich nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Die Bremsstrahlung produziert ein kontinuierliches Spektrum. Die charakteristische Röntgenstrahlung ist ein Linienspektrum. Das tut das obere Spektrum praktisch überlagern. Die anderen beiden sieht man nicht im Spektrum. Es ist aber trotzdem interessant, die Lilienfeldstrahlung
werden wir auch noch mal, gleich noch mal genauer beleuchten. Aber richtig interessant ist eigentlich der letzte Punkt, weil es so die Frage, Röntgenstrahlung kann man ja eigentlich nie sehen. Aber hochinteressant ist, dass die Experimentatoren damals, die mit den Röntgenröhren gearbeitet haben, und da hat man sowas wie Strahlenschutz noch nicht so gekannt, die haben ein Leuchten in den Augen entdeckt oder halt wahrgenommen. Und Röntgen selber hat es erst für Einbildung gehalten, aber es ist wohl tatsächlich so, dass die Röntgenstrahlung einen Effekt auf das menschliche Auge hat. Und ja, man weiß eigentlich bis heute nicht so richtig, wo es herkommt, ob es tatsächlich irgendwie den Sehnerv beeinflusst und der gaukelt einem dann sozusagen dieses Leuchten vor, oder ob im Rahmen von, was weiß ich, Fluoreszenz oder so etwas tatsächlich etwas im Auge leuchtet. Tatsache ist aber, man hat es eigentlich nicht mehr untersucht, weil es natürlich auch, wie gesagt, Röntgenstrahlung ist ja auch ein bisschen gefährlich. Und man hat das dann leider nicht mehr so verfolgt. Aber ist trotzdem ganz interessant, dass man Röntgenstrahlung, auch wo man sie nicht direkt sehen kann, halt durch diesen Effekt wohl tatsächlich indirekt wahrnehmen kann. Oder zumindest haben das damals die Experimentatoren, denen ist das aufgefallen, als sie, wie gesagt, mit den Röntgenröhren in abgedunkelten Räumen Experimente gemacht haben. Gut, die charakteristische Röntgenstrahlung. Dazu gucken wir uns an, was im Atom passiert. Da haben wir das Elektron, was da das Atom anregt. Und durch diese Anregung wird ein Elektron aus einer tieferen Schale rausgeschlagen. Und dann kann von einer höheren Schale ein Elektron sozusagen auf die tiefere Schale herunterfallen. Und dabei sind ja zwei verschiedene Energieniveaus und dabei wird halt Strahlung frei. Dazu schauen wir uns das Termschema an. Termschema ist ganz einfach die Energieniveaus entsprechend in einem Diagramm nach oben, also die Y-Achse gibt die Energien an. Man sieht sehr schön, je weiter ich mich vom Atomkern entferne, umso geringer sind natürlich die Abstände zwischen den Schalen, also sprich die Energieabstände. Das heißt, um von auf der ersten auf die zweite Schale zu kommen, brauche ich wesentlich mehr Energie, als zum Beispiel von der dritten auf die vierte zu kommen. Was natürlich klar ist, weil ich ja schon vom Atomkern einen entsprechenden Abstand habe und dadurch werden die Energien, die ja zwischen den Schalen liegen, kleiner. Wenn jetzt ich auf eine höhere Schale möchte, muss ich natürlich Energie reinstecken. Und wenn ich von auf eine tiefere Schale, dann ja, wird Energie entsprechend frei. Und zwar in Form von Strahlung, Photon. Und das Photon hat halt genau die Energie, die halt dieser Energielücke entspricht. Die erste Schale ist die K-Schale, dann kommt die L- und die M-Schale und so weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von der zweiten auf die erste Schale falle, nennt man diesen Übergang K-Alpha. Oder von der zweiten, von der dritten auf die erste K-Beta, von der vierten auf die erste K-Gamma. Und bekomme dann, wenn ich jetzt zum Beispiel unser Anodenmaterial in unserer Röntgenröhre ist jetzt zum Beispiel Molybden und da wäre, würde das 17,4 Kilo Elektronenvolt entsprechen. Der Übergang von der zweiten auf die erste Schale, also dieser K-Alpha-Übergang. Man nimmt dieses Kilo-Elektronenvolt als Einheit, das ist halt so üblich und auch, sagen wir mal, in diesem Fall auch einfacher zu handeln. Man könnte das natürlich jederzeit in Joule entsprechend umrechnen. Dazu multipliziert man einfach den Wert in Elektronenvolt mit der Elementarladung und dann hat man die ganze Sache in Joule. Und damit ist auch klar, warum die charakteristische Röntgenstrahlung ein sogenanntes Linienspektrum verursacht, weil es halt nur ganz
bestimmte Energien und damit ganz bestimmte Wellenlängen gibt. Jetzt schauen wir uns die Bremsstrahlung an. Das war das mit dem kontinuierlichen Spektrum und das entsteht dadurch, dass das Elektron, was sozusagen Atom zu nahe kommt, Energie verliert, beziehungsweise Atomkern zu nahe kommt, Energie verliert. Und das bedeutet, dass die kinetische Energie abnimmt und die Differenz wird halt in Form von Strahlung entsprechend frei. Im schlimmsten Fall verliert es sozusagen seine gesamte kinetische Energie und das heißt, viel Energie ist ja kurze Wellenlänge und weniger Energie verlieren ist eine entsprechend größere Wellenlänge und dadurch ergibt sich, wenn man die Formel entsprechend nimmt und einsetzt, eine sogenannte Mindestwellenlänge, die halt von der Beschleunigungsspannung abhängig ist. Und es ist natürlich klar, je höher die Beschleunigungsspannung ist, umso mehr Energie kann das Elektron verlieren, nämlich im schlimmsten Fall, wie gesagt, seine gesamte Energie. Und dadurch wird natürlich, je höher die Beschleunigungsspannung ist, umso geringer wird natürlich die Wellenlänge, weil je geringer die Wellenlänge ist, umso mehr Energie steckt dahinter. Und daher ist es eine Mindestwellenlänge. Der Vollständigkeit halber die Lilienfeldstrahlung, wobei die spielt im Spektrum keine Rolle, ist aber eine sichtbar grauweiße Strahlung an der Anode der Röntgenröhre. Und die Ursache liegt halt daran, das ist eine sogenannte Übergangsstrahlung, das heißt, die Elektronen, die gehen von einem Material in ein anderes über, die haben zwei verschiedene Dielektrizitätskonstanten und daher entsteht bei diesem Übergang diese Strahlung. Nun muss ich dieses Spektrum ja irgendwie untersuchen und dazu muss ich die Möglichkeit haben, einzelne Wellenlängen sozusagen auszusuchen. Und dazu nutze ich die sogenannte Bragg-Reflexion. Das mache ich mit Hilfe eines Kristalls, der so gittermäßig aufgebaut ist, genauer gesagt ein sogenannter Einkristall. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Kristall und der hat halt verschiedene Ebenen. Und wenn ich mir so zwei parallele Strahlen angucke, dann ist es so, dass der untere Strahl, bevor der von dem blauen zu dem grünen wird, ja einen längeren Weg hat. Das ist dieses weiße Stückchen. Und dieser längere Weg, wenn der genau einer Wellenlänge oder einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge entspricht, dann habe ich konstruktive Interferenz und dann entsprechend habe ich auch ja sozusagen dann die Reflexion und dann sehe ich auch was oder nehme was mit dem Detektor wahr. Und von der Formel her ist es eigentlich gar nicht schwer, weil es auf beiden Seiten ist, deswegen 2 und dieser Gangunterschied ist einfach d mal Sinus Phi. Und das muss gleich sein am ganzzahligen Vielfachen von der Wellenlänge und dann habe ich entsprechend meine Bragg-Reflexion. Der Kristall wird dann ganz langsam gedreht, sodass ich praktisch alle Winkel sozusagen durchfahre und dementsprechend wähle ich sozusagen nacheinander Wellenlängen aus, die dann entsprechend auf meinem Detektor dann entsprechend wahrgenommen werden. Bevor wir nun ins Experiment gehen, habe ich hier mal einen sozusagen ersten Versuch eines Röntgenspektrums. Man sieht im Prinzip, auf was es hinausläuft. Ich habe einmal auf der Y-Achse die Impulsrate und auf der X-Achse den Winkel, der ja letztendlich der Wellenlänge entspricht. Und es ist so, dass ich sozusagen auf links die kleineren Wellenlängen habe und je weiter ich nach rechts komme, dann entsprechend die größeren Wellenlängen habe und damit natürlich auch die Energie links klein ist und nach rechts her wird sie immer größer. Und was die roten Pfeile sind, das sind im Prinzip die Erhebungen, die aufgrund des charakteristischen Spektrums zustande kommen und der Rest ist sozusagen das kontinuierliche Spektrum.
Beziehungsweise, ich glaube, hier rechts, da ist noch was, ein kleiner Hubbel, das könnte auch noch zum charakteristischen Spektrum gehören. Aber jetzt nur so vom Prinzip. Also man sieht hier, das ist eigentlich diese Peaks, das sind, wie gesagt, dann diese, ja, das Linienspektrum. So, schauen wir uns die Röntgenröhre mal ein bisschen aus der Nähe an. Hier habe ich mal den Deckel abgemacht und hier sieht man sehr schön die Kathode. Hier oben ist die Anode, hier oben ist eine Bleikugel, die ist zum Kühlen da. Und hier fliegen dann die Elektronen hier rein und die Röntgenstrahlung, die hier austritt, geht durch das Loch. Und hier nebendran ist so eine Experimentierkammer. Ich habe hier einmal den Punkt, wo die Röntgenstrahlung rauskommt. Hier habe ich noch eine Möglichkeit, so eine Schlitz davor zu setzen. Dann habe ich hier hinten noch ein Zählrohr, was ich benutzen kann. Hier ist ein Fluoreszenzschirm und hier kann ich entsprechend das montieren für die Bragg-Reflexion. So, jetzt zeige ich das nochmal hier so ein bisschen. Von der Seite habe ich noch die Möglichkeit, meine Einstellungen zu machen. Und hier ist der Fluoreszenzschirm. So, hier sieht man den Teddy. Und dann gehe ich mal rum. Und dann sieht man, ist offensichtlich ein Teddy, der hier ein paar Nägel versteckt hat. So, nachdem wir den Teddy untersucht haben, der sitzt jetzt auch da hinten wieder schön in seinem Eck, habe ich hier mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar machen wir das jetzt mit der Bragg-Geschichte, also Bragg-Reflexion. Dazu habe ich hier ein NaCl, also Natriumchlorid, Salz. Hier ist eine Blende davor, damit ich hier ja, so einen Strahl rausbekomme. Den gebe ich hier auf den Kochsalz und hier habe ich praktisch einen Zähler, wie man den eigentlich auch schon vom Geigerzähler her kennt. Da habe ich entsprechend ja, ein XY-Schreiber angeschlossen, der steht hier. Und je nachdem, wie viele Impulse pro Sekunde er misst, wird das hier von dem XY-Schreiber entsprechend übersetzt in einen entsprechenden Ausschlag in die Y-Achse. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was dabei rauskommt. Müsste ja das ist jetzt eigentlich ein schönes Röntgenspektrum bei rumkommen. Und ich werde hier, damit man nachher dann mit rechnen kann, die höchste Stufe nehmen. Das sind 42 Kilovolt, damit man weiß, mit welcher Energie das Ganze, ja, damit das schön gleichmäßig weitergedreht wird, habe ich hier einen Motor davor gesetzt, der dann halt schön gleichmäßig diese Winkel hier durchfährt, von 0 bis insgesamt dann 60 Grad. Also eigentlich hier 2 mal 30 Grad sind dann zusammen 60 Grad. Ich bin soweit und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier ist alles vorbereitet. Ich habe jetzt ein Blatt im XY-Schreiber. Ich lasse den einmal hier über die X-Achse fahren, dann habe ich die mir eingezeichnet. Jetzt brauche ich ihn eigentlich nur noch starten. Und weil ich hier keinen Knopf habe, wo ich beides gleichzeitig starten kann, habe ich das hier ein bisschen vor die Null gestellt. Und wenn ich das dann einschalte, muss ich nur im richtigen Moment auf Sweep. Und da ist er schon fleißig am Zeichnen. Der Piep kommt natürlich erstmal daher, dass er direkt reingeleuchtet hat in den Sensor. Und jetzt malt er. Ein Röntgenspektrum. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Bei 60 muss ich ausschalten.
Und jetzt weiß ich, da wo es anfängt, ist 0 und da wo es aufhört, ist 60 und kann entsprechend gleichmäßig dann das Ganze verteilen. So, das war's. Ich hoffe, das Video hilft dir. Ich habe, wie gesagt, die Röntgenröhre ist jetzt aus. Ich habe wieder alles so gemacht, wie es sein sollte. Und hier dieses Röntgenspektrum werde ich natürlich als PDF-Datei zur Verfügung stellen. Und bei der Auswertung, naja, das wird nochmal ein bisschen spannend, ob die K-Alpha-Linie auch da ist, wo sie hingehört. Aber das werden wir bei der Auswertung sehen. Machen wir noch eine kleine Auswertung des Experiments. Gut, waren ja eigentlich zwei Experimente. Fangen wir mit dem Teddy an. Wie man sehr schön sieht, habe ich nicht aufgepasst. Hier ist das Kabel vom Sensor im Weg. Wenn man sich jetzt das Ganze nochmal anguckt, ich habe das hier nochmal ein bisschen nachbearbeitet. Hier sieht man sehr schön Nagel Nummer 1, Nagel Nummer 2 und das Ding ist das Kabel, was ich vergessen habe. Die anderen Sachen, die man hier so angedeutet sieht, das waren teilweise auch Spiegelungen. Da darf man jetzt nicht so genau drauf gucken. Was man halt sehr schön sieht, ist, dass so ein Nagel ist ja quasi ein Material, was ja ein bisschen dichter ist im Vergleich zu dem Schaumstoff des Teddys, beziehungsweise dem Stoff des Teddys. Und daher geht da die Röntgenstrahlung nicht so gut durch. Und durch den Schaumstoff geht die Röntgenstrahlung sehr gut durch. Und deswegen sieht man auch nur die Nägel und das Drumherum des Teddys entsprechend nicht. Ja, und da, wo halt die Röntgenstrahlung draufkommt, ist halt der Schirm hell. Und da, wo sie zum Beispiel durch den Nagel aufgehalten wird, ist der Schirm entsprechend dunkel. So, dann wollen wir nochmal die Röntgenstrahlung selber ein bisschen genauer untersuchen. Dazu haben wir ja hier die Elektronen, die ja auf die Molybdän-Anode geschossen werden und dann entsprechend hier in die Experimentierkammer übergehen. Und das Spektrum ist ja einmal ein kontinuierliches Spektrum und einmal natürlich ein charakteristisches Spektrum, was natürlich vom Anodenmaterial abhängig ist. Und dazu habe ich jetzt natürlich ein Problem. Ich habe hier ganz viele Wellenlängen. Und ich möchte natürlich, um so ein Spektrum aufnehmen zu können, muss ich irgendwie die Chance haben, einzelne Wellenlängen mir herauszupicken. Und das mache ich so mit der sogenannten Drehkristallmethode. Das heißt, ich habe hier, kommt aus diesem Schlitz meine Elektronen, meine Röntgenstrahlung. Und ich habe hier einen Kristall, in dem Fall NaCl. Das ist auch ein Einkristall, wie der Name schon sagt, es ist ein Kristall und dieser reflektiert das in diesen Sensor. Letztendlich ist es ein Geigerzähler und wenn, muss ich das so vorstellen, wenn ich diesen um 1 Grad hier hoch kippe, dann muss ich diesen Sensor um 2 Grad nach oben versetzen. Das ist sehr einsichtig, weil es gilt das Reflexionsgesetz und Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Und deswegen habe ich hier praktisch den einen Winkel und der andere Winkel müssen ja gleich sein. Und wenn ich aber, die Röntgenröhre ist ja fest, das heißt, ich drehe den Kristall und dann muss ich das doppelt so weit drehen, damit das mit dem Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel praktisch stimmt. Daher habe ich auch der Röntgenröhre hier, das hier ist der Kristall und hier oben ist der Sensor. Und dann habe ich entsprechend, wenn der dann bei 10 Grad ist, ist der entsprechend bei 5 Grad. Das macht dann halt die Mechanik, die in der Röntgenröhre drin ist. Dann ist die Frage, Grad
Angabe habe ich. Ich brauche aber am liebsten irgendwie die Energie. Dazu habe ich hier die Break-Bedingung. Dabei muss ich halt im Hinterkopf haben, wenn ich hier entsprechend über den Winkel meine Lambdas ausrechne, das kann prinzipiell ja auch ein ganzzahliges Vielfaches von Lambda sein. Und die Energie erhalte ich dann entsprechend über H mal F, beziehungsweise RF, die Frequenz, die kann ich durch C0 durch Lambda ersetzen. Und H ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Das kennt der Taschenrechner, beziehungsweise in der Formelsammlung steht, C0 ist die Lichtgeschwindigkeit. Und ja, Lambda ist ja das, was ich dann hier oben über die Bragg-Bedingung ausgerechnet habe. Und auf diese Art und Weise kann ich zu den Winkeln Wellenlängen bestimmen, aber immer mit Vorsicht hier das N. Das kann auch, muss nicht zwangsläufig 1 sein. Und das heißt, gerade bei meinem Linienspektrum bekomme ich ja dann nicht nur erste, sondern dann auch zweite, dritte und sowas und so weiter Ordnung. Hier ist nun das, mein aufgenommenes Spektrum. Wer aufmerksam guckt, wird erstmal feststellen, hier hat der Butch geschummelt. Nein, habe ich nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar, ich habe, als ich mir das Spektrum angeguckt habe, ich habe das ja mir hier schön aufgeschrieben. Ich stelle das auch als PDF-Datei zur Verfügung, dass man sich das ausdrucken kann und selber auswerten kann. Mir ist aufgefallen, dass alles um genau so ungefähr ein halbes Grad verschoben war. Und ich habe mich natürlich gefragt, verdammte Hacke, wie habe ich denn das hingekriegt? Es muss offensichtlich ein sogenannter systematischer Fehler sein, weil alle Werte waren um ein halbes Grad verschoben. Das weiß ich deshalb, weil ich hier für K-Alpha, hier ist K-Alpha erster Ordnung, hier ist K-Alpha zweiter Ordnung, K-Alpha erster Ordnung, K-Alpha zweiter Ordnung. Mit ein bisschen Fantasie ist das K-Alpha dritte Ordnung. Und ich habe den Fehler auch gefunden. Ich habe den XY-Schreiber gestartet, als ich auf dem Röntgengerät halt die 0 Grad gelesen habe, und ich habe ihn gestoppt, als ich entsprechend die 60 bzw. die 30 Grad abgelesen habe. So, ich stand aber vor dem XY-Schreiber und nicht vor dem Röntgengerät, und das war auch schon der Fehler, weil dadurch habe ich natürlich die Anzeige schräg abgelesen. Und ich habe dadurch den XY-Schreiber zu früh ein- und zu früh ausgeschaltet. Also ich habe das nochmal nachvollzogen und durch das schräge Draufgucken habe ich im Prinzip ein halbes Grad, habe ich das als 0 gelesen, dabei war es aber schon ein halbes Grad vor der 0, beziehungsweise entsprechend für die 30-60 Grad. Und deshalb ist das Ganze, etwas verrutscht. Übrigens, richtig gute analoge Messgeräte haben aus genau diesem Grund hinter dem Zeiger einen Spiegel. Weil nur wenn man wirklich gerade drauf guckt, ist das Spiegelbild des Zeigers und der Zeiger selber sozusagen übereinander. Und dann weiß man, dass man sozusagen genau und richtig abliest. Und nicht so, wie ich das gemacht habe, halt eben schräg abliest und dadurch halt tatsächlich systematisch falsche Werte abliest. Schauen wir uns das Spektrum nochmal so ein bisschen näher an. Ich habe hier einen Peak, der dadurch zustande kommt, dass ich halt senkrecht da praktisch direkt auf den Sensor leuchte. Das versaut mir leider hier den Beginn. Daher habe ich hier, oder wenn wir das im letzten Schritt, rechne ich nochmal praktisch aus, wo das sein müsste, weil das hat ja eine ganz wichtige Bedeutung. Das ist ja sozusagen der oder die minimale Wellenlänge oder die maximale Energie,
die abgegeben wird. Maximale Energie ist ja letztendlich die Beschleunigungsspannung, die steht hier. Und das entsprechend in Wellenlänge umgerechnet ist natürlich klar, je mehr Energie, umso geringer die Wellenlänge. Deswegen maximale Energie, aber minimale Wellenlänge. Und die entspricht natürlich einer gewissen Gradzahl, das kann man ja dann noch umrechnen. Gut, dann habe ich hier mein K-Beta, erste Ordnung, K-Alpha, erste Ordnung, das dürfte K-Beta, zweite Ordnung sein, K-Alpha, zweite Ordnung, und das würde ich mal schätzen, dürfte K-Alpha, dritte Ordnung sein. Jetzt hätte ich natürlich vielleicht das noch ein bisschen besser machen können, indem ich, noch einen Kondensator verwendet hätte, der meine Kurve ein bisschen geglättet hätte. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das eigentlich eine ganz vernünftige Kurve. Wer das Ganze in Y-Richtung aus arbeiten möchte, 20 cm in Y-Richtung entsprechen 100 Impulse pro Sekunde. Und ich habe, wie gesagt, ein NaCl, also Natriumchlorid, also Salz, verwendet, und da ist der Netzebenenabstand 282 Pikometer. Jo, dann schauen wir uns noch zum Schluss, wie gesagt, hier diesen Punkt an, wo der sein müsste. Und dazu habe ich mal schon ein bisschen was vorbereitet. E mal U ist ja im Prinzip die Beschleunigungs-, die Energie, die durch die Beschleunigung in die Strahlung geschickt wird, beziehungsweise in das Elektron geschickt wird. Und das Elektron gibt die ja dann praktisch komplett in Form von Strahlung ab. Daher die Strahlung dann H mal F, und das kann ich durch C durch Lambda ersetzen, und dann nach Lambda aufgelöst erhalte ich das. Das sind die Werte, die kennt ihr alle, der Taschenrechner. UB hatten wir eben gesagt, es sind 42 Kilovolt, und wenn ich das ausrechne, sehe ich hier, habe ich das Foto vom Taschenrechner neben dran. So sieht das dann aus. Gut. Jetzt wird spannend. Jetzt gucken wir, welcher Winkel das ist. Hier nehmen wir die Bragg-Bedingung. Für n sagen wir, es ist 1. Und dann ganz wichtig, wenn ich das Ganze umgestellt habe, a Cosinus. Dadurch tue ich jetzt im Prinzip hier aus dem Ausdruck mir den Winkel Theta bestimmen. Und da ist das hier ganz wichtig. Deswegen habe ich auch das Bild vom Taschenrechner neben dran. Degree. Und was hier sieht man noch, habe ich ihn noch auf Rad umgestellt gehabt. Und wenn ich hier nicht dran gedacht hätte, hätte ich ein falsches Ergebnis rausbekommen. Also ganz wichtig, wenn man Degree raushaben möchte, muss man das noch vorher einstellen. So, beim Taschenrechner heißt A Cosinus halt Sinus hoch minus 1. Und ja, ans habe ich genommen, das ist praktisch das letzte Ergebnis, damit ich hier praktisch ein genaues Ergebnis raus habe, und halt, ich wollte halt nicht mit dem gerundeten Wert rechnen, sondern halt sozusagen mit dem genauen Wert. So, und dann bekommt man ziemlich genau 3 Grad raus. Und ja, das war auch so ungefähr, wo es die Ecke hat also schon gestimmt, da bei den 3 Grad. Gut, das war im Prinzip ein Stück der Auswertung. Die restlichen Geschichten kann man aus dem Diagramm, wie gesagt, auslesen und entsprechend berechnen. Die Formeln habe ich angegeben mit Hilfe dieser Bragg-Bedingung. Dann kann man die Lambdas und die Energien letztendlich ausrechnen, beziehungsweise bei den Energien bietet es sich an, mit Elektronenvolt entsprechend zu arbeiten und nicht mit Joule. Soweit, so gut.